Nutzung von Erdwärme. In Verbindung mit einer Wärmepumpe wird die Erdwärme zum Heizen und zur Warmwasserbereitung dabei genutzt. Auf längere Sicht lohnt sich die Anschaffung, denn schon nach einigen Jahren hat man die Kosten wieder raus. Der BGler berichtet. Man sieht es diesem Haus von außen zwar nicht an, aber innen steckt umweltfreundliche Heiztechnik. In 80 Metern Tiefe herrschen Temperaturen um 10 Grad. Diese in der Erde gespeicherte Energie kann durch eine strombetriebene Wärmepumpe erhitzt werden. Die Temperatur beträgt dann etwa 40 Grad. Ein Wärmetauscher gibt dieses Luftgemisch an das Heizungssystem des Hauses ab. Durch heißes Wasser in der Fußbodenheizung verteilt sich die Wärme dann am besten im Haus. Die Vorteile einer Wärmepumpe: im Sommer kann sie auch als Klimaanlage dienen. Auf lange Sicht spart sie außerdem mindestens die Hälfte der Heizkosten. Denn es muss nur noch der Strom für die Wärmepumpe gezahlt werden. Und der kostet pro 100 Quadratmeter etwa 300 Euro im Jahr. Nachteile gibt es aber trotzdem. Der Nachteil der Wärmepumpe liegt ganz klar in der Investition. Das heißt, man hat zum Beginn des Heizungslebens ca. 10.000 Euro mehr investiert. Allerdings hat sich diese höhere Investition nach ca. 10 bis 12 Jahren bereits amortisiert. Je nach Größe des Hauses muss man für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit etwa 15.000 bis 20.000 Euro rechnen. Die Sole-Wasser-Wärmepumpe kostet 18.000 bis 30.000 Euro und die Wasser-Wasser-Wärmepumpe 18.000 bis 25.000 Euro. Auch Altbauten können nachgerüstet werden und auch für sie kann sich der Wechsel lohnen. Peter Kafke ist bei mir im Studio von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Herr Kafke, auch Ihnen natürlich ein herzliches Willkommen. Wir haben es gerade im Beitrag gesehen, es gibt gerade drei Grundtypen. Worin unterscheiden die sich und für wen sind die tatsächlich geeignet? Die unterscheiden sich in der Wärmequelle, wo man die Wärme herholt für die Heizung. Und da kommt einmal das Erdreich in Frage, dann kommt die Außenluft in Frage und last not least das Grundwasser. Grundwasser spielt nur noch eine marginale Rolle. Das ist mit den Rechten, die Bohrungen zu machen, manchmal ein Problem. Und nicht immer sind auch die technischen Voraussetzungen gegeben. Hauptsächlich werden Erdreichwärmepumpen gemacht, wo man in einem geschlossenen Kreis praktisch Bohrungen runtersetzt oder einen flachen Kollektor macht und Erdreichwärme nutzt. Oder man nutzt die Außenluft. Großes Gebläse und man zieht Außenluft durch und kühlt die weiter runter. Die Eignung, wer kann es brauchen, das ist eher eine technische Frage. Am besten funktionieren tun die Erdreichwärmepumpen. Die Außenluft hat ein kleines Problem damit, dass wenn wir viel heizen müssen, die Außenluft kalt ist. Das heißt, da muss ich von einem niedrigen Temperaturniveau her die Wärme holen. Die Eignung geht dann auch danach, was kosten die Sachen. Und da ist die Außenluftwärmepumpe kostengünstiger. Deswegen wird sie gemacht. Die meisten machen es natürlich klar, um Kosten zu sparen, langfristig Kosten zu sparen. Kann man ungefähr sagen, in Prozenten, was ich da monatlich sparen kann, bei einer Fläche zum Beispiel von 100 Quadratmetern? Es hängt stark davon ab, wie gut das Haus wärmegedämmt ist. In der Regel kommen Wärmepumpen bei einem gut gedämmten Haus zum Einsatz, was insgesamt keine hohen Heizkosten hat. Mhm. Typische Ersparnis wäre im Jahr 300 Euro bei den jetzigen Preisen. Aber es ist natürlich immer spekulativ, wie entwickelt sich der Ölpreis und der Gaspreis im Verhältnis zum Strompreis, weil die Wärmepumpe eben Strom nutzt. Und wenn diese Lücke kleiner wird, dann fährt die Wärmepumpe immer besser. Am besten ist es natürlich geeignet für Neubauten. Warum? Es ist so, dass die Wärmepumpe von einem niedrigen Temperaturniveau auf das Heizungstemperaturniveau heben muss. Und dafür braucht man, wenn diese Differenz groß ist, viel elektrischen Strom. Und in Neubauten kann ich problemlos Fußbodenheizung verlegen und habe eine sehr niedrige Vorlauftemperatur, 35 Grad ungefähr. Und wenn ich also Erdreich mit 10 Grad habe, Vorlauftemperatur 35 Grad, dann muss dazwischen die Wärmepumpe wenig Arbeit leisten und ich bekomme viel Wärme aus wenig Strom. Bleiben wir noch beim Thema Geld. Gibt es staatliche Förderung und wenn ja, wie viel? Es gibt staatliche Förderungen, die können beim Bundesamt für Wirtschaft beantragt werden. Und die liegen, das ist differenziert nach verschiedenen Techniken, die liegen ungefähr bei 2.000, 2.500 Euro für eine Anlage. Über die Vorteile haben wir gesprochen, ganz klar. Jetzt müssen wir über die Nachteile sprechen. Wo können Probleme auftauchen, wenn ich mich dafür interessiere, wenn ich das Ganze natürlich dann installiere? Fangen wir an mit einem Nachteil, das ist die höhere Investition. Mhm. Typischerweise kostet es 10.000 Euro mehr. Technisch kann es Probleme geben, die man aber auch im Griff haben kann. Es kann zum Beispiel ein Geräuschproblem bei Außenluftwärmepumpen sein, stört den Nachbarn. Es kann bei Grundwasserwärmepumpen sein, dass die Brunnen verockern. Unter bestimmten chemischen Gegebenheiten wachsen die quasi zu und ich kriege nicht mehr genug Wasser raus. Bei Erdreichwärmepumpen kann es eine falsche Sondendimensionierung sein. Die Sonden können zu dicht aneinander sein. Es ist technisch kompliziert. Herr Kafke, vielen Dank fürs Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Soweit der Blick auf die Wirtschaft. Hier geht es jetzt.